in der Spur. Er ist 20 Jahre alt. Und ja, ja, doch, ja. Die Verhältnisse sind etwas besser geworden. Also der Wind hat auf leichten Aufwind gedreht. Also muss man jetzt schon auch in die Nähe 120 Meter springen. Etwas drüber, jetzt 121 Meter für Mazzekott, um sich zu qualifizieren. Um in Führung zu gehen, hätte er jetzt so an die 130 gebraucht. So, und jetzt ist es ja für Martin Schmidt wieder ganz wichtig, dass er so lange wie möglich dort an der Spitze bleibt. Denn dann bekäme er, wenn er nicht gerade einen von den 304 bekommt,